Sehr geehrte Christusgläubige, evangelische, katholische Art im Rheinland, wie Sie hören, meine Verlegenheit fängt bereits bei Ihrer Anrede an. Was ist korrekt und was ist gerecht? Oft, wenn ich deutsche Texte von heute lese, habe ich den Eindruck, dass meine deutsche Sprachkenntnisse mindestens 30, 40 Jahre veraltet sind. Die evangelische Kirche in dem damals noch zweigeteilten Deutschland und die dort praktizierte theologische Wissenschaftlichkeit sind mir vor 40 Jahren bereits ans Herz gewachsen und auch ihrer rheinischen Kirche verdanke ich auch persönlich viel, wenn ich mir nur die Namen von Personen in Erinnerung rufe wie Peter Bayer, Johannes Rau, Oberkirchenrat Regul, Nikolaus Schneider und nicht zuletzt Pfarrer Friedrich, zu denen ich eine herzliche Beziehung hatte. Halle an der Saale, Tübingen, Bonn, das sind die Stationen und Erfahrungen, was evangelisch heißt in Deutschland. Die Zeiten ändern sich aber und ich bin heute zu Ihnen gekommen, um zu sagen, lass uns die Gaben und die Segnungen der Geschwisterlichkeit und Verbundenheit unserer Kirchen nicht vergessen und ad acta legen, sondern lass uns erneut auch im 21. Jahrhundert gemeinsame Wege suchen und gehen, weil unsere Umgebung, unsere Mitwelt die evangelische Stimme und Botschaft genauso dringend braucht wie vor 30 oder 100 oder eben vor 500 Jahren. Was ist das allgemeine Bild in Ungarn von der Christenheit im westlichen Teil von Europa? Das sind Zitate, sind nicht meine eigenen Worte. Es wird gesagt, dass sie hier nur modernisieren, sie denken um, sie öffnen, sie geben Traditionen auf, denken global, nehmen wahr und nehmen an, zum Beispiel die Diversität, die früher in den Kirchen zu kurz gekommen und nicht geachtet war. Und wie sehen wir uns allgemein in den ungarischen Kirchen? Wir sind die Treuen, treu zu der christlichen Tradition, wir bewahren, wir entlarven die Lügen der postmodernen Zeit unter humanistischen Parolen und wir denken und leben lokal. Das sind aber die Klischees, mit denen heute viele doch in den Kirchen in ehemaligen Osteuropa über den westlichen Teil und über sich selbst urteilen. Es gibt aber heutzutage, und ich bin dafür sehr dankbar, eine große Ausnahme wie Sie, und das ist kein Klischee, Ihre Opferbereitschaft, die Opferbereitschaft der sogenannten westlichen Kirchen für die Ukraine, vor allem auch für die Karpat-Ukraine, uns gezeigt haben. In den letzten 30 Jahren, nach meinem Wissen, ist noch nie so große Opferbereitschaft hat sich entfaltet, in diese Richtung zum Teil auch durch unsere Kirche. Sie, unsere westliche, sogenannte westliche Partnerkirchen, haben mehr gesammelt als die ganze ungarische Kirche zu Hause, obwohl wir auch noch nie so viel Opferbereitschaft aufgebracht haben. Das zeigt, dass wir in den Nöten einander doch finden können. Und noch zurück zu den Klischees, die dann eben übersehen, dass auch bei Ihnen viele Gläubige den Verlust der Substanz des Glaubens befürchten, und es auch in Ungarn Menschen und Gruppen in den Kirchen gibt, die nicht einfach die traditionelle Gestalt der Kirche aufrechterhalten wollen, sondern die Zeichen der Zeit erkennend neue Wege suchen wollen, die zu Menschen führen, die bis jetzt für Kirche und evangelischen Glauben erst gar nicht existierten. Deshalb freut mich besonders, dass das Hauptthema Ihrer Synode jetzt Bildung ist. Die reformierte Kirche in Ungarn hat etwa 300.000 registrierte Mitglieder, wobei nach der letzten Volkszählung 2010 1,2 Millionen sich als Reformierte bezeichneten. Sie gehören mehrheitlich zu konservativeren Teil der Bevölkerung. Unsere Kirche erreicht heute in den verschiedenen Bildungseinrichtungen des Landes, seien sie kirchlich, staatlich oder kommunal, durch den erst seit 2013 regulären Religionsunterricht 150.000 junge Menschen, von denen etwa 80% überhaupt keine
kirchliche Bindung haben. Dort in den Schulen treffen wir Kirchenleute, die oft sehr isoliert sind, auf eine Welt mit ihren Familien, die sonst für uns in den Gemeinden nicht präsent sind. Da ergibt sich die Chance der evangelischen Begegnung. Bildung ist hier auch Mission. Menschen können sich öffnen für Gott und für die Botschaft von seiner Liebe. Aber das ist keine Einbahnstraße. Wir, die Träger der Botschaft, werden mit diesen Lebenswelten, mit ihren Fragen und Provokationen konfrontiert, die bis jetzt von uns nicht gekannt und nicht ernst genommen wurden. Das wirkt auf unsere traditionelle kirchliche Sprache und auf unser Glaubensbewusstsein aus und trägt die Möglichkeit der Erneuerung unserer kirchlichen Existenz in sich, ohne Fundamente aufgeben zu müssen. Öffnen sich da für unsere Partnerkirchen nicht Räume des gemeinsamen Nachdenkens und des gegenseitigen Lernens? Oder gibt es da Hindernisse, die wir überwinden müssen, dass wir immer wieder zueinander finden? Ich sehe hier einen Irrweg, auf dem christliche Kommunikation nur scheitern kann. Wenn wir vor unserer Zusammengehörigkeit in Jesus Christus andere Aspekte und andere Realitäten des Lebens setzen, zum Beispiel die Politik. Wenn wir politische Positionen mit einseitigen Medienberichten übereinander den Vorrang lassen. Es ist eine Gefahr für das Leben einer Gesellschaft, auch in Ungarn, dass politische Einstellungen, unterstützt von Akteuren der Medienwelt, auch den letzten Raum des Lebens beherrschen wollen und die politische Meinung zu einer Art Status Confessionis erhoben wird. Politik über alles? Nein, alles ist Politik, aber Politik ist nicht alles. Es ist ein guter Rat, auch für Politiker. Das sage ich aus eigener Erfahrung. Sie hier in Deutschland sind auch nicht frei von solchen Tendenzen, denke ich, sehe ich. Deshalb plädiere ich dafür, ohne es hier ausführen zu können, dass Sie nicht allem, was in den Medienberichten über mein Land steht, sofort Glauben schenken, sondern so oft wie möglich und wie Sie das auch getan haben, uns besuchen und immer wieder kennenlernen. Wir haben eine Möglichkeit in der Kirche, die andere nicht haben. Ausgehend und aufbauend auf unsere Gemeinschaft in Jesus Christus können wir gemeinsam beten, miteinander reden, feiern, essen und trinken, uns für Bedürftige einsetzen und so ein Stück von Reich Gottes vorwegnehmen. Das ist das, was wir wirklich brauchen und nicht nur wir, sondern die Menschen und Völker, unter denen wir leben, diese Vorwegnahme der Königsherrschaft von Christus. Völker, Menschen, unter denen wir leben und zu denen uns unser Herr Jesus Christus schickt. Ich bin dankbar, heute hier bei Ihnen sein zu dürfen und lade Sie immer wieder und auch jetzt herzlich ein, zu uns nach Ungarn zu kommen, um christliche Gemeinschaft zu erfahren. Gott segne unsere Kirchen, unsere Länder und auch unsere Begegnung.